Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Zack. Was machst du denn, Mann? Beruhig dich doch mal. Jetzt traue ich mich nicht mehr. Jetzt fühle ich mich beobachtet. Ich bin fad. Ey, da muss ich, wenn der Marek niemals und eine Dole Bier und die Shania kommen, die müssen auch genau hier sitzen, an diesem Tisch, und hier werden die Folgen immer aufgenommen. Richtig. Jeder, der zu mir zu Gast kommt, setzt sich hierher und trinkt einen Schluck. Dann kannst du dann darüber filmen und das ist der... Ja... Das ist der World's Strongest Mufflon. Mir fällt der Name gerade nicht ein, das ist schön. Ja, das fällt mir später auf. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und ihr seht schon, da ist alles im grünen Bereich und ich habe heute etwas ganz Besonderes mit euch vor, denn der Eiskorb Jens, der ist total verrückt. Der hat mir das hier über die Amazon-Wunschliste bestellt. Das hat 84 Euro gekostet. 84 Euro. Das ist eine Flasche Bier, aber nicht irgendeine Flasche Bier. Das ist The World Strongest Bier von Brewmeister. Wieso heißt es nicht Brewmaster? Brewmeister, also da wird einfach beides gekreuzt. Das heißt Snake Venom, also Schlange und Gift. Marvel Superheld. The World Strongest Fortified Beer, Brewmeister Beers. 330 Milliliter mit 67,5%. Was war das stärkste Bier, was ihr mal probiert habt? Reden wir von Elephant, Ultra Strong, reden wir von Faxe Strong, sonst was, keine Ahnung. Aber das hat einfach 67,5%. Deswegen ist ja auch noch ein Warnhinweis dran. Warning! This Beer is strong. Do not exceed 35 ml in one sitting. Also, auf der Kloschüssel nicht mehr als 35 Milliliter. Deswegen war extra dieses Gläschen dabei, wo auch Snake Venom draufsteht, wenn man das sieht. Das Problem ist, ich habe vorhin mal ausgemessen, wenn wir in einem 0,4 Liter Zentiliter Gläschen auffüllen und schenken das hier rein, ist das in der Mitte von der Schrift. Wenn ihr nicht 35 überschreiten sollt, müssten wir also unter der Schrift einschenken und dort einen kurzen von diesem Bier trinken. Das möchte ich alles in einer Reihe machen. Das heißt, ich werde das jetzt öffnen. Ich bin der Erste, der das mal probiert. Und dann werde ich hoffentlich viele Gäste haben, solange wie das Bier reicht, dass die alle dieses Mal probieren. So in reiner Jackass-Manier mit My name is Johnny Knoxville. This is the world's strongest beer. Dass sie das alle wegtrinken. Snake Venom, this beer is one badass fortified beer, the hard man of the beer world. At 65.5, this is the world's strongest fortified beer named Snake Venom, quite simply because it tastes like it. Schmeckt also wie eine Schlange. Gut. After fermentation, the beer is fortified with ethanol to give it the extra bite. Best enjoyed in small measures on some fresh cut ice. Eis haben wir nicht, es ist mitten im Sommer und deswegen müssen wir das jetzt so machen. Ja, imported, ne, und so weiter. Aprox 17,6 Standard Drinks. Wir machen das jetzt mal auf, werden uns jetzt einmal einschenken von diesem Brewmeister Snake Venom. Schauen, ob ich mein Feuerzeug dabei habe. Die erste Folge ist halt die längste Folge, weil du musst ja dazu erklären, was das ist. Ne? Guck dir den Deckel an, der Deckel ist schwarz, der Boden ist Lava und da ist so ein grünes Gefummel dran. Machen das jetzt einmal auf. Wir werden jetzt einmal dran riechen. Das riecht einfach wie eine Flasche Clara. Wie eine Flasche Trinkspiritus mit 95%. Wie eine Flasche klarer Trinkspiritus mit 110%. Das ist auf jeden Fall von der üblen Sorte. Wir werden uns jetzt ein Gläschen hier einschenken und dann machen wir gleich unsere Ansage, so wie es die anderen machen sollen. Wir versuchen unter der Linie zu bleiben. So. So, wir machen das. Das ist die Portion, die jeder trinken soll. Ein Gläschen. Unter der Schrift Snake Venom. Dann würde ich sagen, nehme ich sie in die Hand.
Nee, ich nehme es nicht in die Hand. Ich trinke es einfach so. Die anderen müssen das auch so einmal wegkippen. Wir machen die Anmoderation. I am Sir Ramses and this is the world's strongest beer, Snake Venom, 67,5%. Alter, das zieht ja überall durch. Das steigt in die Nase wie Wasabi. Das brennt dir den ganzen Hals runter. Der Hannes, der macht einfach zack und dann ist die Flasche weg. Auf jeden Fall ein unvergleichliches Erlebnis. Jetzt weiß ich, wieso man da nicht so viel trinken soll. Denkt einfach, das ist wie ein kleiner Schnaps. Mit fast 70% so pur. Und Dankeschön an iScorpions auf jeden Fall für dieses Erlebnis. Ist auf jeden Fall trotzdem irgendwie sehr köstlich. Das würde ich sogar selber auch noch öfters mal kaufen. Um dann einfach mal wirklich was Besonderes da zu haben, wenn Gäste da sind, zu sagen, hier, probier das mal, nur ein kleines Gläschen. Also das müsst ihr wirklich mal erlebt haben. Finde ich total toll. It's the world's strongest beer. Snake Venom, fortified beer, 67,5%. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr das auch mal testen wollt, eine Flasche, 84 Euro. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.